Vor kurzem haben wir den Markt ein bisschen schwächer gesehen. Da ist der DAX sogar unter die Marke von 7.600 Punkten gerauscht. Aber inzwischen sieht es schon wieder deutlich besser aus. Stellt sich die Frage, geht es jetzt noch weiter aufwärts und was können Anleger im Moment tun? Da frage ich genauer nach und zwar bei Dirk Müller von CashKurs. Herr Müller, ich habe es gerade angesprochen, der DAX hat sich ja jetzt doch deutlich freundlicher gezeigt. Was vor allem der positive ZEW-Index nach oben gehievt hat oder steckt da noch mehr dahinter? Na, ich glaube, der ZEW war das nicht alleine. Ich glaube, die amerikanischen Märkte und die asiatischen Märkte, die schauen nicht sonderlich nach dem deutschen ZEW-Index und die waren auch nach oben. Also von daher, ich glaube, es war einfach global die Aufwärtsbewegung. Die Charttechniker hatten es angekündigt. Die sagten, runter Richtung 7.600, von da aus eine Counter-Rally bis Richtung 7.750. Die haben wir gesehen. Jetzt sind wir hier im Bereich 7.750, 7.780. Und die Hauptwahrscheinlichkeit laut Charttechnik heißt von hier aus nochmal runter Richtung neuen Tiefständen des Jahres. Die müssen nicht dramatisch kommen, aber dieses letzte Korrekturbein wäre notwendig. Aber Charttechnik ist immer nur Wahrscheinlichkeitsrechnung. Es gibt natürlich noch eine, wenn auch unwahrscheinlichere Variante B, dass es hier nach oben durchgeht, über diesen Bereich 7.087 hinaus und dann wären 8.000, 8.150 die nächsten Zielmarken. Warten wir es ab. Wie gesagt, Hauptstoßrichtung wäre eigentlich, dass es von hier aus nochmal den Satz nach unten macht. Also nochmal einen Satz nach unten. Also wenn ich es richtig verstanden habe, jetzt nicht sofort der Sprung auf die 8.000, weil sonst wäre das genau die Frage, wann springt er denn wieder über die 8.000? Da fragen wir besser mal die Kristallkugel. Das kann niemand seriös sagen. Wir können immer nur von der Charttechnik her argumentieren. Von den Fundamentaldaten her ist eine extrem politische Börse. Da kommen jeden Tag neue Meldungen. Solange es ruhig bleibt, kann man sich über billiges Geld freuen und die Kurse weiter hochziehen. Aber es gibt genug Meldungen. Man muss sich nur nach vorne kramen, um wieder die negativen Seiten zu berichten. Also die Krise ist nicht ausgestanden, nicht ansatzweise. Wir haben am Wochenende haben wir Wahlen in Italien. Was ist, wenn Berlusconi wieder zurückkommt? Was geht dann wieder an Diskussionen um Europa und den Euro los? Was passiert Anfang März nächste Woche, wenn die Amerikaner wieder über ihre Haushaltsproblematik diskutieren und die automatischen Kürzungen kommen? Kurzum, Probleme haben wir reichlich. Die Frage ist, wo kommt der große Scheinwerfer der Medien und der Finanzmärkte zum Einsatz? Kommt er auf die schöne Seite der Börse oder auf die Probleme? Momentan haben wir die schöne Seite, aber der schwenkt schnell in diesen Tagen. Ja, es war ja auch auffällig, dass in der letzten Zeit die Euro-Krise ja auch so ein bisschen in den Hintergrund getreten ist. Würden Sie dann eher sagen, die ist einfach in der Wahrnehmung in den Hintergrund getreten, weil zum Teil hörte man ja schon eigentlich, dass da das Schlimmste überstanden. Also, ich habe schon so oft in den letzten Jahren gehört, wir haben das Schlimmste gesehen und dann kam das Schlimmste doch noch hinterher. Also, wenn ich mir anschaue, wie die wirtschaftliche Situation in Griechenland, in Spanien aussieht, wie die Arbeitslosenzahlen dort aussehen, wie die Auftragseingänge aussehen, wenn ich mir anschaue, wie die Verkaufs- und Zulassungszahlen der Automobilhersteller sind, wenn mir da einer erzählt, wir haben das Schlimmste hinter uns oder es ist alles auf einem guten Weg, dann kann ich nur sagen, guck dir mal die Zahlen an. Die Tatsache, dass ein ZEW-Indikator jetzt positiv aussieht, ist für mich leider kein gutes Zeichen, denn der ZEW-Indikator, da werden Finanzanalysten und Börsenexperten gefragt, was meinst du denn, wie wird's? Und die sind natürlich sehr, sehr eng an den Märkten und wenn hier die Märkte über Wochen nach oben gehen, sind die alle guter Laune und sind optimistisch. Lass das hier 3 Tage fallen, dann geht der ZEW-Index in den Keller, also auf den darf man nicht allzu viel geben. Also auf den darf man nicht allzu viel geben. Schauen wir mal auf die Währungen. Da hatten wir ja neulich einen G20-Gipfel gesehen. Im Vorfeld war ja immer vom Währungskrieg die Rede. Den soll es ja nun nicht geben. Aber schauen wir trotzdem mal auf die Währung, wie es hier weitergehen könnte jetzt beim Euro-Dollar. Also den Währungskrieg, den gibt es genauso wenig wie eine Euro-Krise und wie eine Schuldenkrise. Die Welt ist rosarot, alles wunderbar. Natürlich haben wir einen Währungskrieg. Die Japaner haben jetzt seit Dezember innerhalb von wenigen Wochen um 17% abgewertet gegen den US-Dollar. Und das sehr aggressiv und nicht zufällig, sondern sehr konzertiert. Wenn das kein Währungskrieg ist, was ist es denn bitteschön dann? Die Amerikaner versuchen, ihre Währung wieder zu drücken. Die Europäer gucken zu. Der so schwer gescholtene und bös angezählte Euro, der keine Chance in der Welt hat, ist plötzlich die Frage, Währung. Was ist denn hier eigentlich los? Wenn das kein Währungskrieg ist, was ist es denn dann? Natürlich möchte man das möglichst offiziell nicht sagen, um nicht noch mehr Verunsicherung zu streuen, aber hinter den Kulissen tobt dieser Währungskrieg natürlich ganz dramatisch und das hat die Auswirkung. Wir sehen in Japan, dass dort plötzlich die Exporte nach oben gehen, aber auch die Importe, 7% plus bei den japanischen Importen, was im Wesentlichen durch die Energieimporte kommen. Wenn meine Währung plötzlich nichts mehr wert ist, muss ich mehr davon ausgeben für die gleiche Menge Öl. Also gehen die Zahlen nach oben und das sehen wir momentan in Japan und rund um den Globus. Also in den Währungen bleibt es spannend, wie es genau weitergeht. Wer als nächstes den nächsten Schachzug macht, um seine Währung wieder unter Druck zu bringen, auch das Kaffeesatzleserei, da müssen wir uns überraschen lassen. Überraschend war es auch beim Gold zuletzt. Da haben wir ja einen ganz ordentlichen Satz nach unten gemacht. Gold aber auch vorher nicht so schön gelaufen. Eine Zeit lang als sicherer Hafen ja auf Rekordkurs. Das ist aber schon ein Weilchen her. Was ist los beim Gold und wie geht's weiter?
Da müssen wir uns das größere Bild uns mal anschauen. Der Goldpreis ist seit Anfang der 2000er Jahre dramatisch angezogen. Von $250 roundabout jetzt bis in der Spitze waren wir bei 1900, $2000. Und jetzt kommt das wieder zurück. Wir haben eine Konsolidierung auf sehr hohem Niveau. Die Aufstiegsphase von 2000 dauerte fast 10 Jahre. Jetzt sind wir seit 2 Jahren in der Konsolidierung auf diesem hohen Niveau. Da ist noch nichts angebrannt. Jetzt kommen wir charttechnisch aber in den interessanten Bereich. 1530 roundabout ist eine unglaublich spannende Marke, die es zu beachten gilt. Hier sollte der Goldpreis möglichst nicht nachhaltig drunter gehen. Ein kleiner Ditch wäre nicht dramatisch, aber ein nachhaltiges Unterschreiten würde bei vielen Investoren ein Signal auslösen. Der langfristige Aufwärtstrend ist gebrochen. Die Konsolidierung ist keine mehr. Der Trend hat sich umgedreht und dann kann es zu sehr heftigen Korrekturen kommen. Das ist nicht die Hauptwahrscheinlichkeit. Im Moment sagen uns die Charttechniker auch aus fundamentalen Gründen heraus, 1530 sollte der Boden sein, von dem aus wir die nächste lange Aufstiegsrallye sehen können, die wieder zu ganz neuen Höchstkursen führt. Aber diese Bestätigung der Bodenbildung muss erstmal erfolgen. Jetzt müssen wir abwarten, was hier passiert. Viele Anleger sind jetzt nervös, fliehen aus dem Gold, sagen, oh je, das war's nicht mehr. Dann kommen noch so Vögel wie George Soros, verzeihung den Ausdruck Vogel, den nehme ich hier zurück. Also bunte Leute wie George Soros, die immer wieder nicht nur mit ihren Aktivitäten, sondern auch mit ihren Aussagen und ihren Analysen Märkte bewegen können, die nochmal dafür für Unsicherung sorgen. Und so wie die Leute vor 2 Jahren und 3 Jahren euphorisch für Gold waren, werden sie jetzt ängstlich. Ob es berechtigt ist, wird die Zukunft zeigen. Eine gesunde Vorsicht ist zu allen Zeiten angebracht. Aber jetzt warten wir erstmal, was um den Bereich 1530 herum passiert, wenn es die Bodenbildung gibt. Ich glaube, dann können wir auch als Goldinvestoren wieder positiv in die Zukunft schauen, uns auf den nächsten Schub nach oben freuen. Aber wie gesagt, dieser Bereich wird nochmal zittrig. Wir haben gerade gesagt, gewisse Vorsicht ist grundsätzlich jetzt nicht verkehrt. Wenn wir jetzt mal generell auf den Rat für Anleger schauen, wäre das jetzt der Rat, der im Moment auch so das Motto der Stunde sein könnte? Denn wir haben jetzt gerade über den DAX gesprochen, über Währungen, über Gold. Was würden Sie Anlegern im Moment raten? Ich würde den Anlegern nach wie vor raten, das, was ich schon seit Jahren inzwischen rate, Realwerte, man muss sie haben. Bei den Edelmetallen, Gold und Silber, ist es für mich immer wieder das Gleiche. 15-20%, sagen wir 10-20% des zu investierenden Vermögens, physisch anfassbar real, und zwar nicht wegen der Kurssteigerung, sondern als etwas ewig Wertvolles. Gold kann fallen, Gold kann auch noch deutlich fallen, aber es kann mit Sicherheit nicht wertlos werden. Das können wir ausschließen, weil sonst würde keins mehr gefördert werden. Die Minenkosten müssen zumindest mal rauskommen, drunter kann Gold nicht fallen, weil sonst gibt es keins mehr. Also von daher, es gibt eine Grundbasis, wo der Preis bleiben muss, und von daher, ich habe was nie wertlos wird. Das ist eine Sicherung für alle Zeiten, egal was kommt. Ansonsten sollte man sich auf Realwerte konzentrieren, die auch einen Ertrag bringen. Dazu gehören die Aktien ganz vorne weg, den Staatsanleihen, auch den Unternehmensanleihen, auf die möchte ich momentan nichts geben. Bei diesem Währungskrieg und der Gelddruckerei erst recht nicht. Reale Werte, wir sehen es, der Markt läuft seit Monaten nach oben wegen diesem billigen Geld. Realwerte war der richtige Rat, er ist es nach wie vor. Klar, man muss genau schauen, was kauft man. Es gibt Unternehmen, die sind überbewertet, die sind zu sehr gehypt. Es gibt unglaublich spannende Unternehmen, und das im ganz konservativen Bereich. Wenn wir auf eine Daimler schauen, eine Daimler hat eine wunderbare Dividendenrendite, weit jenseits von Staatsanleihen, weit jenseits von vernünftigen Unternehmensanleihen momentan. Denn Daimler wird mit Sicherheit in den nächsten 10 Jahren auch nicht pleite gehen. Ich glaube, soweit kann ich mich aus dem Fenster lehnen. Also die Dividendenrendite ist stark, das Unternehmen verdient gutes Geld. Gerade hat Goldman Sachs eine Analyse rausgebracht, Daimler Kursziel 85 Euro. Wir stehen jetzt aktuell bei 45 Euro. Das heißt, wir haben hier fast 90% Kursziel von Goldman Sachs für Daimler. Für einen erzkonservativen Wert, also auch wenn man auf solche Analysen nicht immer alles geben sollte, aber wir sehen, wir haben selbst im konservativen Bereich spannende Aktien, in die man nachhaltig investieren kann, eine gute Dividende bekommt, ein sehr, sehr starkes Chance-Risiko-Verhältnis hat. Also warum soll ich in sowas nicht investieren? Risiken sind immer dabei, das ist klar, aber das hat man im Leben immer. Wenn ich morgen über die Straße gehe, habe ich ein Risiko. Warum soll ich von meiner Geldanlage mehr Sicherheit erwarten als von meinem Leben? Ganz kurz zum Schluss, Sie haben ja vorhin gesagt, charttechnisch gesehen könnte es im DAX jetzt auch erst nochmal runtergehen. Sollte man so einen Rücksetzer dann zum Einstieg nutzen? Das ist immer sehr, sehr schwer, dieses Timing hinzubekommen. Man sollte sich die Aktien anschauen, sagen, wo ist eine Aktie gut bewertet, wo habe ich einen schönen Einstiegspunkt. Wir haben mit unseren Produkten, mit unseren Vorgehensweisen immer wieder auch in schwierigen Phasen Aktien gefunden, die gegen den Markt um 20-30-40% gestiegen sind. Also es macht mehr Sinn, sich einzelne Unternehmen anzuschauen und deren Kursverlauf, wo es da gute Chancen gibt. Das gibt es zu allen Zeiten, egal was die Börse macht, als nur auf den Gesamtmarkt zu schauen. Also, aber da muss man sich auch ein bisschen Zeit für nehmen. Das stimmt schon. Herr Müller, vielen herzlichen Dank fürs Interview. Danke ebenfalls.
Soweit die Markteinschätzung hier von Dirk Müller von CashCourse. Ein bisschen Risiko ist immer, das haben wir gerade gelernt. Falls Sie das ganze Interview nochmal anschauen möchten, dann können Sie das natürlich jederzeit unter www.derf.fm. Danke fürs Zuschauen, bis zum nächsten Mal. Tschüss.